herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von LS19 meets Reality in unserem Real Farming Projekt. So, unser nächster Auftrag steht schon an. Hier den MB-Truck. Ach, Mercedes Power, ey. Oh, der. Er hat aber Vortrieb, hey. Mit der Lemken Einzelkorn-Sätechnik zum LU fahren. Hey, ist die zusammengeklappt? Ja, jetzt. So. Okay. Habe ich da jetzt einen Kratzer in den Masai gefahren? Nee, oder? Ist ja fast schlimmer wie das verrückte Labyrinth hier. So. Also, ab geht die Luzi. So, nächster Auftrag am Start. Und ich denke, wir können noch einiges machen, weil er hat ja gemeint, wir sollen hier immer wieder was abhängen und runterfahren. Das heißt, wir werden einfach das Zeug runterstellen zum LU. Dann instant wieder hochdüsen. Wobei wir, glaube ich, dann nochmal Pause machen müssen, weil um 13 Uhr sollen wir ja oben beim Gasthaus sein. Weil ich da gerade was vergessen habe. Warte mal, ich muss mich gerade mal hier an die Seite stellen. Ich muss gerade was noch was. Was machen? Kann mal gucken. Im Internet sind nämlich die Wahlergebnisse veröffentlicht worden. Oder werden die Wahlergebnisse nachher veröffentlicht? Mal gucken, ob wir da noch zwei Sachen runterkriegen in der Zeit. Oder ob es nur bei der Lemken bleibt. Irgendwie. Gerade noch mal rechts ranfahren, müssen wir was im Handy gucken. Gut, dann fahren wir weiter. Müssen wir unbedingt Gas geben, damit wir die Aufträge auch erledigen. Aber ich werde, glaube ich, gleich dann mal das Navi einschalten und hochfahren zum Gasthaus. Grüß Gott, wegen dem Auftrag. Sie waren der Herr Knoll. Genau. Ja. Sind Sie bereit, oder? Ach so, stimmt, da war ja noch was. Ich bin gerade wieder beim LU angekommen. Ja. Oh, oh. Okay, das klingt nicht gut. Geht's Ihnen gut? Hier ist alles abgesperrt jetzt. Oh. Habe ich aber noch einen Meter Platz gelassen hier. Es ist gerade noch mal gut gegangen. Ja, ich würde dann hochkommen. Aber denken Sie auch dann, dass wir um 13 Uhr oben beim Gasthaus ein Treffen haben? Genau, ja. Also ich würde den Auftrag dann danach machen, wenn das passt. Genau, passt perfekt. Okay. Sie müssten nur mit dem Lastwagenführerschein haben Sie, oder? Den habe ich, ja. Bin ich vorhin schon. Ja. Mit dem müssten Sie dann auch fahren. Okay, ich fahre dann hoch und dann lasse ich den MB-Truck vom LU beim Händler wieder stehen, dann passt's. Okay. Ja. Ah, perfekt. Passt. Gut. Also bis gleich. Dann. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. So, das hier abkoppeln. Da muss ich mich jetzt aber sputen, dass ich hochkomme zum Gasthof.
Peter, jetzt hatte ich aber gerade. Wie geht's Ihnen? Gut, und Sie Ihnen? Wo haben Sie meine Telefonnummer schon wieder her? Irgendwie, meine Telefonnummer verbreitet sich schneller wie manche Krankheiten. Sie haben mich angerufen. Ach, stimmt. Das war ja Ihr Vibrationsalarm. Ich wollte einfach mal fragen, wie es denn so beim Händler-Dasein läuft. Weil ja, vorhin habe ich gesehen, Sie kommen ja kaum noch zum Atmen. Nee, es ist... katastrophal. Ja, es ist richtig. Haben Sie denn gedacht, dass dieser Job so anstrengend wird? Am Anfang schon. Also, ich hätte gedacht, dass es am Anfang sehr chaotisch wird. Tja. Aber das ist das meiste ist jetzt schon hinter mir. Okay. Aber jetzt muss ich mich auch beeilen, dass ich auch rechtzeitig zum Gasthaus komme. Ja, genau. Dann bin ich gerade auch auf dem Weg. Okay. Mit meinem coolen Trecker. Ja, ich sitze hier gerade noch im MB-Truck vom LU. Ah. Ja, dann darf ich durch die Gegend fahren. Okay. Gut, dann sehen wir uns ja gleich. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wo bin ich? So. Gut. Ich glaube, ich komme ein paar Minuten zu spät. Ist hoffentlich nicht so schlimm. Aber der MB-Truck gibt halt auch nicht mehr her. Und zwar einen geilen Sound ohne mich, ohne Witz. Wir müssten mal hier, müssten mal ein Traktor-Pulling machen. Ey. Da war doch ein Bulldog-Treffen ausgeschrieben beim Gasthof, Gasthaus. Ob es da nicht raus so ein Bulldog, so ein Traktor-Dings gibt? Bulldozer, nee, wie heißt das? Traktor Pulling heißt es, glaube ich, oder? Das wäre doch mal was. Du, du, du. So, bin gleich da. Der Sepp Hans, der arbeitet hier noch. Silage oder Grasschwad auf jeden Fall. Ja, da ist der Knoll, der parkt auch gerade ein, okay. Hallo, Herr Knoll. Hallo. Können wir ja ein Spaziergängchen zusammen machen, ist ja schick. Ja, natürlich, zum Gasthaus. Ja, aber ich denke, wir joggen mal ein bisschen, weil wir sind schon 5 Minuten zu spät. Oh je. Sind Sie denn gespannt, wer Bürgermeister geworden ist? Ja, ja, schon sehr gespannt. Ich auch. So, bin ja glücklich, dass ich noch so gut in Form bin. Ja, ja. Oh, da steht ja schon einiges an. Aha, hier hat schon einer Ballen gemacht. Sind ja schon fleißig, so, fleißig. Dann gehen wir mal zum Gasthaus hoch. Schauen wir mal. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Bauchner. Was? Wollt Sie Bierchen, ne? Na, jetzt ist es immer noch ein bisschen zu früh für mich. Tut mir leid. Kein Bier vor 4. So schaut's aus. Naja, na, 4 war ja schon lang. Aber da halte ich ja 4 heute Morgen. Daran das reicht. Der so letzte viel... Abend war, glaube ich, ein bisschen zu hart. So viel Bier brauchen wir nicht. Aber Leute, ich habe mal... Hör doch mal auf. Ich habe mal kurz eine Frage. Und zwar haben wir ja hier drüben... Wer hat es denn letztes Mal erwähnt? Da steht doch das Traktortreffen auf. Das Bulldog-Treffen. Meint ihr, da gibt es auch ein Traktor-Pulling? Aber bestimmt, also, oder? Also das wäre ja, doch... Also... Jürgen. Also ich glaube, da fährt man mit seinem Traktor in Parkour. Ja, wer ruft hier an? Ah, ein Parkour? Leider, ich bin gleich da, oder? Serien, oder? Ja. Das Serien, okay. Wer will mit mir sprechen? Was? Hallo? Reinhard. Ja, da gehen wir mit dem MB runter. Oh.
Kann es mal losgehen hier, Mensch? Wofür haben wir uns hier versammelt? Herr Volker! Sie zum wollten. Blöwaufen. Ja, ich muss. Noch ihn... nicht anfangen, bin gleich da. Ich gehe jetzt schaukeln. Der Herr, mal an. Der Herr Peter fehlt, Hans-Peter fehlt noch. Auf den müssen wir noch kurz warten, weil der bringt den. Das heißt, dass wir zum Hölz runtergehen. Ich schraub dir die Reifen los! Sepp! Herr Knoll oder Herr Razex? Einer von ihnen wollte was von mir. Der arbeitet einfach weiter hier. Nicht der ist im Stress. Erntestress. Der muss halt wirklich gucken, weil auf meiner Wetter-App, da ist angesagt worden, dass bald regnet, gell? Also. Ja, du bist schneller wie Silon, Pfiat, denk. Ey, Sepp? Ja, gleich am Hochkommen. Vierte! Alter, lass den Traktor. Lass den Traktor stehen. Bleib stunden. Ich bin schneller wie Silon. Halt den Regen, Sepp. Ja. Sepp? Sepp, lass den Traktor. Ich bin ja Bayern, mehr wie Kanal Kabausen. Ich höre sie gar nicht. Ich sehe auch nicht. Ich sehe auch nicht. Gehen wir mal hier rüber. Ja, glaube ich. So, also, der Hans-Peter kommt. Ja, da vorne kommt er. Ja, hallo! Was wollten Sie? Ich bitte mal kurz um Ruhe. Bis später. Ah, da haben Sie den ein bisschen gelacht. Ach, da hinten! Kurz Ruhe, bitte. Der Herr Peter bringt nämlich das wichtigste Dokument mit, deshalb ist er ein bisschen zu spät. Hallo. Hallo. Mittagstisch. Alle mal bitte herkommen. Peter ist eh schon hier. So, Herr Peter. Was steht denn auf Ihrem Zettel? Also, auf meinem Tisch steht... Ist die Bürgermeisterwahlergebnis, glaube ich. Ja, bringen Sie mit. Ja, das ist... So, das hallo. Ist das Bürgermeisterwahlergebnis. Also... Ja, wie sieht's aus? Hallo. Wie sieht's aus? Okay, dann seien Sie alle ruhig, dann kriegen Sie das Ergebnis mit. So, Ludwig Schmidt hat leider gar keine Stimmen bekommen. Oh, das ist schade. Der Herr Reinhardt. Der Herr Reinhardt ist heute auch nicht da. Der Ludwig ist heute nicht da. Okay, dann kann er es ja verkraften. Der Herr Reinhardt hat 4 Stimmen bekommen. Ja. Wir stimmen. Und vielen Dank. Zuletzt. Wie viel? Herr warte, Moment, ich hab gerade nicht zugehört. Ich war gerade in Gedanken. Wie viel hat Herr Varuna? Das habe ich auch nicht gehört. Ja, Herr Varuna hat 4 Stimmen. Oh, also Gleichstand mit dem Herrn Reinhardt, okay. Nein, ich glaube, das hat was zu bedeuten. Aber jetzt schauen wir mal. Herr Hofer hat deutlich gewonnen mit 8 Stimmen. Was? Oh. Was? Glückwunsch. Oh mein Gott. Der gibt dann aus. Genau. Moment. Stopp. 8 Stimmen. Nein. Das kann gar nicht sein. Können Sie mir mal das Dokument zeigen? Sie hatten gesagt 4 und 8. Das wären 16. So, ich muss mir mal das Dokument anschauen. Und das haben nicht alle abgestimmt, und Leute. Ich hab nicht mitgewählt. Ich bin nicht Wähler. Boah, ich muss mir mal das Dokument anschauen. Die meisten haben sich enthalten. Ja? Das kann gar nicht sein. Ich habe mich enthalten, ja. Es handelt sich hier um eine Fälschung, also. Ja. Aha. Was sagen Sie dazu? Also Betrug. Sie gehen ja als Sieger hervor. Ja. Da muss da dann irgendwas schiefgelaufen sein. Wie kann es denn sein, dass Leute für Sie abgestimmt haben, die sich eigentlich enthalten haben? Yeah. Ich würde mal sagen, wir brauchen einen Ersatzgarten. Ich bin dafür, dass Lass die Kettensäge weg! Kettensäge weg! Mann! Wir müssen keine Kopfhörer rollen. Ich bin dafür, dass es ein Stechen zwischen Reinhard und Verona gibt. Bei Betrug gelten wir heute nicht. Hä, ich habe euch nicht betrogen. Nein. Ja, aber der Herr Saufert hat gesagt, er hat mich gewählt und auf dem Wahlergebnis steht drauf, dass er gewählt hätte. Ja, ich habe ich,
Ich habe nichts getan. Wirklich nicht. Wir so eher betrügen, das geht ja gar nicht. Für wen soll er denn gewählt haben? Angeblich. Betrug. Wie soll denn das gehen? Ich sag sie mal. Es gibt doch. Ich bin dafür, dass es noch ein Stechen zwischen Reinhard und Verona gibt. Wer ist dafür, dass der Harry Hofer zur Wahl zugelassen wird und anerkannt wird als Bürgermeister? Ich hätte bitte gerne mal einen. Der stellt sich bitte zu ihm. Dankeschön. Wo ist er, Harry? Der steht Richtung Schaukel. Also wer ihn akzeptiert als Bürgermeister, der steht zu ihm. So, also dann hätten wir gerade 3 gegen 2, 4, 5, 6. Tut mir leid. 3 gegen zu 6 Stimmen. Es gibt einen Stechen. Entschuldigung. Okay. Wer ist dafür, also, wo sind Sie denn, Herr Reinhardt? Ja, hier. Stehen Sie überhaupt weiterhin zur Wahl? Also, ich würde weiterhin antreten. Okay, ich muss sagen, ich möchte mit so einem ganzen Komplott nichts zu tun haben, deshalb trete ich zurück. Okay. Können wir uns das vielleicht nochmal bis morgen überlegen, wer zur Wahl antreten möchte? Ich glaube, der Hofer ist oder bis um 15 Uhr oder so. Also Sie können es sich nochmal überlegen. Ich trete von der Wahl zurück. Von dem her wären Sie der Sieger. Ich gehe mal kurz zum Herr Hofer. Ja. Ich werde mir das nochmal überlegen. Oh, jetzt muss er seine Aggression rausdreschen. Das wollte ich nicht. Ne, das ist seltsam. So, das ist schön, Leute. Okay. Herr los. Neumann, Herr Reinhardt. Ja. Herr Reinhardt. Ja. Sie überlegen sich das nochmal und dann melden Sie sich, ja? Ja. Ich überlege es mir bis in einer Stunde. Okay, bis dann. Und tschüss. Bis dann. So, Herr Neumann? Ja? Ich habe gerade nochmal den MB-Truck. Oh, der kommt im Drescher. Ich habe den MB-Truck mit den Einzelkonzerttechnik runtergefahren. Ist Ende? Ja, gleich. Gut. Sie können auch mehr machen. Ich hätte jetzt erstmal was geklärt. Anderen Auftrag zu erledigen. Okay, dann überweise ich Ihnen das dann gleich mal. Okay, gut. Okay. Wir sehen uns dann später wieder, ja? Bis dann. Ja, tschüss. Bis dann. Tschüss. Chef. So, das ist ja interessant. Der Hofer ist da mit einem deutlichen Vorsprung rausgegangen. Ob das jetzt aber wirklich stimmt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das muss eigentlich die Wahlkommission entscheiden. Irgendwie ist da was schiefgelaufen, weil eben manche gesagt haben, sie haben nicht gewählt. Aber er hat Stimmen. Also die Stimme ist vergeben worden. Komisch, das braucht Klärungsbedarf. Wenn es euch gefallen hat und ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann meldet euch einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Haut rein. Ciao.